Hallo, mein lieber Löwe, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Juni. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Löwen. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Vielen Dank für alle Likes und Kommentare. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, wenn meine Legungen hilfreich sind. Allgemeine Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte der Legung findest du ebenso unten im Infotext. Schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an, da diese erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Juni für dich hat. Mein lieber Löwe, wir starten wie immer beim Monatsanfang, dann sehen wir uns die Blockaden näher an, die du im Laufe des kommenden Monats auflösen kannst und wie immer schauen wir dann noch in zwei Lebensbereiche. Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem bestimmten Abschnitt unwohl fühlen, kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist. Den lässt du dann bitte dementsprechend einfach ziehen. Achtung, eine Kartenlegung zeigt auch nie alles, was sich in deinem Leben abspielt und wir schauen uns hier Tendenzen an, das sind hohe Wahrscheinlichkeiten, was bedeutet, nichts hiervon muss zwingend eintreffen und oft geht es dem Universum auch einfach nur darum, uns auf bestimmte Situationen oder Ereignisse aufmerksam zu machen, damit wir dann dementsprechend prophylaktisch handeln können. Ja, und jetzt starten wir hier beim Monatsanfang. Diese Energie kann durchaus auch noch ein bisschen in den Vormonat hineinreichen. Und sehr spannend, beim Widder ist auch die 000 gefallen, vielleicht eben eine Energie des Feuerkollektivs. Ja, werden wir dann sehen, ob es in der Schützelegung vielleicht hier auch um einen Anfang geht. Die 000, die ist nämlich eine Engelszahl und Engelszahlen in meinen Legungen stehen eben auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen und wie ich eben erwähnt hatte, die 000 steht für einen Anfang. Ja, und das ist hier, da geht es mehr um den Anfang selbst, ja, noch gar nicht so sehr darum, was kommt danach. Das ist dann Thema der 111-Energie, wenn Details geklärt werden, bestimmte Teilziele oder Ziele gesetzt werden, ja. Bei der 000 geht es überhaupt um das Starten. Und da haben wir jetzt gleich eine ganz interessante Information für dich. Hier geht es auch darum zu erkennen, was gehört hier nicht hin. Ja, das Thema überflüssig sein zeigt sich hier in Verbindung mit diesem Anfang. Also vielleicht eben ganz klassisch sind hier einfach ein paar Dinge, die hier optimiert werden möchten, ja, vielleicht überdacht werden möchten. Da kann es auch um Glaubenssätze gehen, die aktualisiert werden möchten oder überhaupt aufgelöst werden möchten, ja. Das steht hier in Verbindung mit diesem Anfang, also auch Ballast abwerfen. Gehen wir jetzt gleich noch in die Außenschau. Wir schauen euch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und auch hier zeigt sich dieser Anfang, der bahnt sich an. Manche haben hier vielleicht schon gestartet. Bei den meisten nehme ich es aber schon so wahr, man bewegt sich auf diesen Anfang zu. Bei vielen wird es hier um die Bestimmung, die Berufung gehen. Ja, also das macht hier schon Sinn. Da kann es auch um die Finanzen gehen. Es kann natürlich auch für eine zwischenmenschliche Verbindung stehen. Das nehme ich schon auch für eine bestimmte Gruppe wahr. Insgesamt ist es hier ein Anfang und dieser Anfang, der ist dir auch bewusst. Jetzt gehen wir noch auf deine Ebene
Und da sehe ich eine zwischenmenschliche Angelegenheit, die zeigt sich hier dann auch noch im Laufe der Legung. Das ist eine Person, die dir nahe steht und aus irgendeinem Grund versteht man sich aktuell nicht so recht. Oder diese Person verhält sich irgendwie seltsam auf eine negativere Art und Weise, ist vielleicht dir gegenüber nicht wirklich nett oder höflich, ja, vielleicht eben sehr irgendwie sehr, vielleicht eben auch zu direkt oder sehr hart in den Aussagen, also kränkend, ja, kann durchaus auch der Fall sein. Da kann ich dir auch schon sagen, diese Person hat hier auch noch irgendein weiteres Thema. Also das ist jetzt natürlich keine Entschuldigung, ja, für das Verhalten, aber manchmal ist es auch sehr hilfreich, wenn man, wenn man hier ein bisschen mehr Einblick hat, und ein bisschen Einblick bekommen wir hier. Da geht es noch um ein weiteres Thema, das mit dir nichts zu tun hat. Und es ist natürlich verständlich, dass dich das hier auch beschäftigt, ja, was diese Verbindung betrifft. Da jetzt auch gleich wie immer mein Hinweis, wir schauen in meinen Legungen ja immer auf das gesamte Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Also jemand aus dem engeren Kreis, tendenziell, wenn vorhanden, der eigene Partner, die eigene Partnerin, jemand aus dem engeren Freundeskreis. Oder es geht hier vielleicht um ein Familienmitglied, also das würde hier auch nahe liegen. Für eine ganz kleine Gruppe geht es ja auch um etwas Berufliches, ja, oder etwas betreffend der Finanzen. Schauen wir jetzt die Blockaden an, die sich hier zeigen. Ja, das können ja durchaus auch größere Themen sein, weil wir uns hier ja auch einen größeren Zeitraum ansehen. Teilweise kommen die Blockaden mehrfach in der Legung vor. Manchmal zeigen sie sich einmal. Ja, dann wissen wir in etwa, wann sie aufgelöst werden können. Und bei manchen Themen geht es dem Universum einfach nur darum, dir ein Thema bewusst zu machen, ja, die ins Bewusstsein zu holen, weil jetzt ein günstiger Zeitpunkt gekommen ist, diese Thematik aufzulösen. Und jetzt wollen wir hier natürlich erfahren, worum geht es hier. Auf deiner Ebene sehen wir eine Unklarheit. Ja, irgendetwas ist hier sehr unklar. Etwas beschäftigt dich aktuell auch. Ja, vielleicht ist es auch eine bestimmte Problematik. Und es geht hier darum, dass diese Unklarheit, ja, also das soll geklärt werden und etwas soll hier zum Laufen kommen, ja, wie ein Selbstläufer, ja, da fehlt offenbar noch die ein oder andere Information, ja, bei manchen ist das hier eine ganz konkrete Information. Dann schauen wir weiter, da geht es um eine Verbindung, ja, also eben, das könnte eine Partnerschaft sein wieder oder eben, das betrifft eine Freundschaft oder etwas innerhalb, oder eben ein Familienmitglied, das dir auch näher steht. Für manche eben hier auch vielleicht eine berufliche Verbindung, ja, wo man zusammenarbeitet. Das sehe ich hier in Verbindung mit der Ausgangssituation. Da sagt das Universum, das ist hier eine temporäre Blockade, ja, die dich beschäftigt hier auch etwas. Und hier kommt eine Erkenntnis auf dich zu, ja. Also tendenziell vielleicht jetzt noch nicht zum Monatsanfang, aber im Laufe des Juni, ja, das wird bei jedem vermutlich zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt stattfinden. Wichtig ist natürlich, mein lieber Löwe, hier tut sich etwas in dieser Verbindung. Du wirst hier noch irgendetwas Entscheidendes erfahren, ja, damit sich hier der Knoten lösen kann. Da gehen wir jetzt gleich auf die Ebene des Umfeldes. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat. Die anderen beiden Positionen lasse ich diesbezüglich ja immer offen. Da hat sich bei dir jetzt auch schon etwas Zwischenmenschliches gezeigt. Und für mich gehört das hier auch zusammen, denn auch auf dieser Ebene geht es hier ja um etwas, das hier klar wird. Ja, irgendetwas wirst du hier erfahren. Ja, hier wird Licht ins Dunkel gebracht. Kann hier auch für einen Geistesblitz stehen, also das kann hier beides auch für einen Geistesblitz stehen, da kommt etwas auf dich zu. Das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, ja, und da wir uns hier ja einen bestimmten Zeitraum ansehen, eben tendenziell im Juni.
Das kann natürlich auch ein bisschen in den Juli hineinreichen. Ich nehme es aber schon so wahr, ja. Also das fühlt sich hier ganz klar nach Juni-Energie an. Also bei den meisten wird sich das hier tatsächlich auch im Juni zeigen. Wir schauen jetzt in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Wir sehen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Achtung, im Einzelfall können sich die Drittel auch untereinander vertauschen. Üblicherweise läuft es aber chronologisch ab. Und Achtung, für diesen Abschnitt der Legung ist es nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein. Ja, dann starten wir direkt hier im ersten Monatsdrittel. Und das ist wirklich spannend. Das sehe ich, hier wird dir etwas bewusst werden. Jemand hat sich hier eingemischt, hat hier irgendetwas verhindert in der Vergangenheit. Das kann auch unabsichtlich geschehen sein, mein lieber Löwe, denn manche haben einfach die besten Absichten, aber das, was dabei rauskommt, ja, muss nicht immer das Beste sein, ja. Also behalte das bitte im Hinterkopf. Ganz allgemein gesehen geht es darum, jemand hat sich hier irgendwo eingemischt oder hat tatsächlich auch etwas gemacht, gesagt, getan, kann im Einzelfall vielleicht auch eine Art Intrige sein. Das kommt hier im ersten Monatsdrittel ans Licht, ja, und da sehe ich einen ganz klaren Wendepunkt. Was auch immer da geschehen ist, mein lieber Löwe, der Schaden, der kann auf jeden Fall behoben werden. Das ist ja auch ganz wichtig, dass ich dir diese Information durchgebe. Und was ich hier sehe, ist, ja, das ist vielleicht ein bisschen mühsam, aber insgesamt fühlt es sich so an, sobald du weißt, was das hier ist, legt sich hier wirklich ein Schalter um und du kommst ins Tun. Also das könnte hier vielleicht auch diese Unklarheit sein. Es könnte sich hier auch darum handeln, ja, dass das hier ein Umstand ist, irgendetwas Situationsbedingtes und vielleicht gar nicht im Zusammenhang mit einer Person steht. Für die meisten nehme ich aber schon wahr, dass es hier um eine weitere Person geht. Wichtig ist, dir wird hier bewusst, was hier vorgefallen ist oder wo hier eingegriffen wurde und du kannst dann eben auch hier dieses Thema direkt angehen. Und ich sehe hier einfach, ja, du blühst hier auf. Ja, dann haben wir hier noch ein Thema, das ist auch ganz wichtig. Irgendjemand oder vielleicht auch, das können auch mehrere Personen sein, also eine Personengruppe macht dir hier etwas vor. Das muss jetzt auch keine böse Absicht sein, denn es geht darum, dass du dich hier irgendwie klein fühlen könntest im ersten Monatsdrittel. Und sollte das hier geschehen, mein lieber Löwe, da ist das ganz wichtig. Ja, da geht es eben darum, wie sich andere nach außen zeigen. Man zeigt ja tendenziell nur das nach außen, was man auch zeigen möchte, ja, also lass dich hier nicht beirren, ja, also der Schein trügt hier bei der ein oder anderen Person, das soll ich dir hier auch durchgeben. Wichtig ist, dass du deinen Weg verfolgst, ja, und hier haben wir ja eben auch diese Anfangsenergie, wo vielleicht noch recht viel unsicher ist, unklar ist, ja, und das kann sich hier natürlich mit auswirken. Erkenne, dass du auf deinem Weg bist, ja, und dass hier Schicksalhaftes gestartet wird und das kommt ja erst in Bewegung. Aber ich bin hier auch sehr zuversichtlich, ja, dass du das hier sehr gut meistern wirst, weil ich diese Karte hier eben auch ganz klar erkenne als das, was hier wichtig sein wird im ersten Monatsdrittel. Ja, das ist die Energie, mit der du in das zweite Monatsdrittel hineinstartest. Und da wird einiges, ja, in Bewegung gebracht. Da haben wir jetzt noch etwas. Also das könnte hier auch im Zusammenhang stehen oder es ist hier ein weiteres Thema auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das, also für die meisten ist das hier im Zusammenhang. Da wirst du erkennen, jemand hat hier etwas gesagt oder getan, hat hier vielleicht auch andere Menschen instrumentalisiert, ja, also vielleicht eben tatsächlich eine Art Intrige. Es kann aber auch sein, dass dir hier jemand einen Ratschlag erteilt hat, der hier nicht ja wirklich gefruchtet hat und du hier auch merkst, okay, das war vielleicht nur eine gewisse Form von Halbwissen oder dergleichen. Kann eben auch sein, dass hier jemand irgendetwas erzählt hat, das sich für dich nachteilig ausgewirkt hat.
Und da sehe ich ganz klar, dass du dich von dieser Person zurückziehst. Das heißt jetzt aber nicht, ja, dass hier diese Verbindung gekappt wird. Kann es natürlich schon heißen. Es kann hier kann es auch darum gehen, dass man sich hier von dieser Person entfernt bezüglich einer bestimmten Thematik, die hier mit den Finanzen in Zusammenhang zu bringen ist für die meisten. Kann auch sein, dass du hier dann einfach eine Pause von dieser Person brauchst, ja, und bei manchen geht es ja dann schon darum, ja, da trennen sich einfach die Wege. Es ist aber für dich eine Erleichterung. Also wie gesagt, wir haben hier auch den Hinweis, also du gehst mit einer guten Energie, mit einer klaren Energie in die Monatsmitte, ja, und da wird's spannend, mein lieber Löwe. Was das Umfeld betrifft, hier findet eine Veränderung statt. Das kann jetzt dafür stehen, dass du hier vielleicht neue Kontakte knüpfst im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, oder es geht darum, dass diese Person hier vielleicht auf dich zukommt und man hier noch einmal darüber spricht, ja. Hängt jetzt natürlich auch davon ab, was hier vorgefallen ist, ja. Also das ist schon klar. Also bei manchen geht es ja einfach darum, das Umfeld verändert sich, ein Wandel findet statt. Hängt hier eben auch mit dieser Situation zusammen, und bei manchen geht es eben darum, dass es hier darum geht, eine Einigung zu finden, ja, dass diese Verbindung sich einfach verändert. Ich sehe hier viele Themen bezüglich Stabilität, ja, vielleicht eben auch Finanzen abzusichern. Also es geht hier definitiv bei den meisten um finanzielle Themen in der Monatsmitte. Und auf deiner Ebene haben wir hier auch den Hinweis, ja, es geht hier um das Thema Wachstum, wo ich beim Ziehen der Karten auch wahrgenommen habe, bei einer bestimmten Gruppe geht es eben darum, ja, das eigene Vermögen zu vermehren. Da wirst du auch geführt. Ich meine, Achtung, eine Kartenlegung ersetzt natürlich keine professionelle Finanzberatung. Ich sehe hier nur, du wirst hier etwas Wichtiges erkennen. Das Universum schickt dir hier auch Zeichen. Es geht um ein Wachstum. Bei manchen kann es eben auch darum gehen, dass man hier vielleicht investieren möchte. Ja, noch einmal der Hinweis, ja, da ist es natürlich wichtig, sich dementsprechend mit Personen auszutauschen, ja, die sich hier auch auskennen. Und diese Karte ist ja auch wichtig, ja, denn das ist eine ganz besondere Karte, denn manche werden hier auch auf ein Zeichen warten, und ich nehme hier für sehr, sehr viele wahr, dass sich hier der richtige Zeitpunkt zeigt bezüglich eines Wachstums. Und das Wachstum betrifft hier bei den meisten tatsächlich die Finanzen. Bei einer anderen Gruppe kann es hier natürlich auch um die Berufung, die Bestimmung gehen, ja, dass es hier vielleicht auch um ein persönliches Wachstum geht. Ja, aber ich sehe hier bei den meisten eine finanzielle Angelegenheit ganz klar im Vordergrund. Und das Universum wird dir hier Zeichen senden, du wirst hier geführt. Schauen wir noch ins letzte Monatsdrittel. Ja, da haben wir hier auf der Ebene des Umfeldes eine bestimmte Person, und bei den meisten ist das hier tatsächlich eine männliche Person. Üblicherweise sehe ich Personenkarten eher geschlechtsneutral. In diesem Fall zeichnet sich aber ein klarer Trend ab. Ja, also bei den meisten ist es eine männliche Person. Bleibe hier wachsam. Ja, das ist hier wie eine Art Prüfung. Das kann hier auch die Person sein, um die es hier zum Monatsanfang gegangen ist. Ja, das, was ich hier sehe, ist, diese Person versucht, Druck auszuüben. Ja, oder versucht, dich hier für etwas zu gewinnen. Und das muss ich jetzt auch ganz eindeutig sagen. Bei mir schrillen hier schon die Alarmglocken. Ja, also das sage ich auch nur, wenn es sich wirklich ganz markant zeigt. Ich wäre vorsichtig bei dieser Person. Da geht es darum, dich für etwas zu gewinnen. Und du wirst hier aber auch gleich spüren, da geht schon auch darum, dass du hier in gewisser Art und Weise eingeschränkt bist, dann, wenn du dich dafür entschließt. Deshalb ist es wichtig, hier genau hinzusehen, ja, um was geht es hier, was möchte diese Person von dir, und lass sie hier wirklich alle Details geben, weil ich hier einfach sehe, da steigt irgendein Druck, und das muss nicht sein, ja, also man kann hier etwas vorab machen, ja,
Schau dir das bitte ganz genau an. Denn das, was ich hier nämlich auch sehe, ist, da tun sich auch enorm viele tolle Sachen im letzten Monatsdrittel. Und wenn sich bestimmte Dinge sehr gut entwickeln, strahlt man auch anders aus und zieht natürlich auch Menschen an, die etwas haben möchten. Ja, also, oder die etwas von dieser Energie abzweigen möchten und aber nichts dazu beitragen möchten. Und das nehme ich hier wahr. Ja, also das wäre hier irgendeine Form von Verlustgeschäft für dich, mein lieber Löwe. Deshalb schaust dir bitte an, aber schaust dir genau an, frag genau nach. Und bei manchen wird es darum gehen, nachzuverhandeln. Und bei manchen ist das hier schon ganz eindeutig, dass man diese Sache besser ziehen lassen sollte. Auf deiner Ebene haben wir hier noch eine weitere Person. Das habe ich auch ausgetestet. Das ist eine andere Person. Ja, also das ist nicht dieselbe Person. Da geht es auch um die Finanzen oder eben etwas, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Ich sehe es schon in Zusammenhang mit den Finanzen für die meisten. Ja, da kann es eben auch darum gehen, dass vielleicht jemand in dich investiert, wenn dieser Anfang hier vielleicht für eine Selbstständigkeit steht, ja, oder eben vielleicht betrifft das auch die Bestimmung, die Berufung. Insgesamt, ja, ganz allgemein kann man das auch so sehen, dass diese Person hier sehr wertvolle Informationen für dich hat, die auch die Finanzen betreffen können, ja, wo sich für dich in weiterer Folge dann natürlich ein Gewinn abzeichnen kann. Das ist eine andere Person. Diese Person, die will dich nicht zu irgendetwas drängen oder treiben, ja, das wirst du auch spüren. Da wird dir eher etwas gegeben. Da geht es darum, dass sich hier etwas entwickeln soll oder dass man hier gemeinsame Sache macht und hier gemeinsam etwas in Angriff nimmt. Das fühlt sich aber von Anfang an gut an, ja. Natürlich ist es auch hier wichtig, sich die Details genau anzusehen, ja, dass man hier alles abklärt. Ich sehe es aber so, dass diese Person dir etwas gibt und hier nicht weiter da involviert ist zwingendermaßen. Also bei den meisten wird das hier eine Information sein, die eben auch mit den Finanzen in Verbindung zu bringen ist. Und dann haben wir hier noch den Hinweis, dass sich hier etwas sehr Erfreuliches tut, mein lieber Löwe. Es geht hier um ein freudiges Ereignis im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Da sehe ich auch ganz klar eine Erleichterung, ja. Ein Grund zur Freude, ein Grund zum Feiern. Und das kann ja natürlich auch mit dieser Person in Zusammenhang stehen, ja. Und das wird hier vielleicht auch der Grund sein, warum du hier diese Person anziehst. Ja, das ist ja eine kleine Prüfung vom Universum. Aber ich habe ja wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass du sofort erkennen wirst. Nein, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Wie gesagt, schau es dir trotzdem mal an, aber bleib vorsichtig bei dieser Person, ja, und fokussiere dich hier auf das Gute, ja, das sich hier zeigt, denn du bewegst dich hier auf etwas sehr, sehr Schönes zu. Wir schauen jetzt mal in den zwischenmenschlichen Bereich, wie sich der Juni laut Tendenz hier für dich entwickelt. Ja, und für alle, die neu auf meinem Kanal sind und vielleicht auf die Liebe schauen, hier wie immer mein Hinweis, dass mit Thema Liebe lassen wir von selbst geschehen. Du wirst ohnehin merken, ja, im Normalfall, ja, welche Personen das hier sind, die hier in der Legung aufscheinen. Bei manchen zwischenmenschlichen Situationen geht es auch einfach nur darum, dass man auf etwas vorbereitet ist und man merkt dann in der Situation, ah, okay, da geht es um dieses und jenes, ja, das reicht dann natürlich auch. Und ja, wenn sich in der Legung nichts zum Thema Liebe zeigt, ich meine, hier, glaube ich, zeigt sich tatsächlich etwas, du aber auf die Liebe schaust, ja, dann heißt es nicht, dass sich im Juni bei dir nichts abspielen wird, dann haben die Karten lediglich keine relevanten Informationen für dich. Aber hier habe ich schon den Hinweis, ja, also für viele geht es ja eben auch um die Liebe. Das muss jetzt nicht die Liebe betreffen, es kann auch eine Freundschaft betreffen oder eine andere Person, die dir am Herzen liegt, ja. Aber dazu kommen wir dann gleich, ja. Wir sehen uns den Monat auch hier wie immer gedrittelt an und starten auch in diesem Lebensbereich im ersten Monatsdrittel.
Ja, da sehe ich, dass du etwas zum Abschluss bringst, mein lieber Löwe, eine zwischenmenschliche Angelegenheit. Und das ist auch sehr spannend. Da geht es darum, dass du hier sehr bedacht reagierst. Ja, das achtest du auf Zahlen, Daten, Fakten. Du möchtest etwas zum Abschluss bringen. Ja, du möchtest dir etwas fertigstellen und diese sachliche Betrachtungsweise wird dir hier weiterhelfen. Ja, also irgendetwas wird hier fertiggestellt. Das kann jetzt einfach eine Thematik sein oder irgendetwas, das man gemeinsam macht, das sich vielleicht schon über einen längeren Zeitraum zieht und endlich kommt es dann zum Abschluss. Ja, für eine kleine Gruppe kann es ja auch darum gehen, ja, dass es hier um eine Verbindung geht, die sich dem Ende zuneigt und ja, du hier sehr, ja, sehr erwachsen reagierst, ja, hier sehr ruhig reagierst, das kann man hier auch herauslesen und versuchst, Gefühle hier ein bisschen hinten anzustellen, damit man hier diese Sache klären kann. Aber für die meisten ist das hier irgendein Thema innerhalb einer Verbindung, das hier zum Abschluss gebracht wird. Schauen wir mal weiter. Da sehe ich, da ist ja jemand in den Rücken gefallen. Das dürfte hier mit dem Bereich Beruf, Berufung, Finanzen zusammenhängen. Da haben wir nämlich ein ähnliches Thema, ja. Und da geht es darum, irgendjemand hat hier etwas gemacht, gesagt, getan und da zeigt sich eine Lösung. Ja, also dürfte das, dürfte diese Sache hier mit einer Person aus deinem privaten Umfeld zu tun haben, die Sache, die sich auch hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen gezeigt hat. Es zeigt sich hier ein Ausweg, eine Art Abkürzung, ja. Ich sehe hier auch eine große Erleichterung. Also das wird schneller geklärt als gedacht, mein lieber Löwe. Ja, und dann hier auf der zwischenmenschlichen Ebene, das möchte ich mir jetzt auch kurz ansehen. Kommt mir vor, sehen wir hier auch die Thematik, die sich im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen gezeigt hat. Ja, eine Person, die dir hier irgendetwas vormacht, vielleicht auch etwas schön redet. Da ist es wichtig, ja, also das kann hier auch zusammenhängen. Geh hier ins Detail. Also ich nehme hier eine Person wahr, die hat hier mehr den eigenen Vorteil im Hinterkopf und nimmt hier auch in Kauf, dass das für dich vielleicht nicht so optimal laufen könnte. Ja, also das ist hier wichtig. Schau hier genau hin, also diese Person versucht hier etwas schön zu reden oder versucht dich hier für etwas zu gewinnen, also ähnlich wie hier die Situation im letzten Monatsdrittel im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen. Gib hier Acht, ja, wenn hier etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, frag hier näher nach. Diese Person muss hier auch nicht böse Absichten haben, es kann auch sein, dass diese Person, was auch immer das ist, nicht ganz durchdacht hat und es hier einfach wichtig ist, näher hinzusehen. Ja, also irgendetwas Eigenartiges zeigt sich hier und auch hier sehe ich, eine sachliche Betrachtungsweise wird dir hier weiterhelfen. Ja, vielleicht ist das hier auch im Zusammenhang. Ja, vielleicht ist das hier etwas, das sich schon länger zeigt und das du hier dann im ersten Monatsdrittel abschließen kannst. Schauen wir in die Monatsmitte, da klopft die Vergangenheit an, mein lieber Löwe. Da sehe ich, da wirst du dich an etwas erinnert fühlen, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Ja, und es fühlt sich so an, als würde es sich wiederholen. Und das ist jetzt ganz wichtig, mein lieber Löwe. Ja, das scheint nur so. Du hast dich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Ja, also das ist hier ganz, ganz wichtig. Im ersten Moment wirst du dich so fühlen, ja, du kannst hier nichts machen, dir sind die Hände gebunden, du kommst hier nicht weiter und wichtig ist es hier, die Perspektive zu ändern. Das ist ja ganz, ganz wichtig, denn es scheint einfach nur so, ja, also das fühlt sich aus deiner Sicht vielleicht so an, wenn du hier von außen auf die Situation schaust, ja, oder vielleicht dich mit jemandem, mit einer Vertrauensperson vielleicht auch austauscht, dann wirst du hier erkennen, das ist nicht dieselbe Situation, du bist hier in einer anderen Position, du kannst hier tatsächlich etwas machen.
Und es liegt in deiner Hand, ja. Und wichtig ist ja auch zu erkennen, ja, an welche Situation aus der Vergangenheit fühlst du dich denn erinnert. Das ist hier ganz entscheidend, denn das kann dir hier auch einen Schlüssel geben, wie du die Situation jetzt lösen kannst. Und das ist ja irgendein wichtiges Thema im zwischenmenschlichen Bereich in der Monatsmitte. Das hat hier schon eine, ja, herausfordernde Energie, mein lieber Löwe, aber es ist wichtig, dass du hierüber informiert wirst, ja. Da sehe ich auch, du fühlst dich hier vielleicht irgendwo ausgeschlossen oder ja, außen vor. Irgendetwas fühlt sich ganz versperrt an in Verbindung mit einer weiteren Person. Und da sehe ich für viele eben auch diese Blockade in die Auflösung gehen, denn ich sehe hier ganz klar, dass dir etwas... Ja, dass du hier etwas erkennen wirst. Ja, also es soll dir auch auffallen, ja, man kann hier etwas machen, die Situation ist nicht so verfahren. Und da geht es auch ganz stark um eine Verantwortung deinerseits, die hier ja irgendwie gesteigert wird. Ja, also dir wird hier auch eine Verantwortung bewusst. Vielleicht eben auch dir selbst gegenüber oder eben einer anderen Person gegenüber. Also es steht in Verbindung mit einer weiteren Person diese Erkenntnis bezüglich dieser Verantwortung. Und du bist dieser Situation gewachsen. Das soll ich dir hier auch mitgeben. Und du wirst hier irgendetwas Wichtiges erkennen. Und wichtig ist, der erste Schritt ist zu erkennen, du bist hier nicht in der Vergangenheit. Ja, du bist die Person, die du jetzt bist. Und du wirst hier auch erkennen, dass du dich weiterentwickelt hast. Und irgendetwas wird dir hier auffallen, was dazu führt, dass du hier weiterkommst, ja, dass dieser Umstand hier aufgelöst werden kann. Wir schauen jetzt noch ins letzte Monatsdrittel und da sehe ich eine Konfliktsituation, die sich über einen längeren Zeitraum gezogen hat, geht hier in die Auflösung. Das kann hier auch mit der Monatsmitte zusammenhängen. Also ich sehe hier einen gewaltigen Durchbruch, mein lieber Löwe. Wichtig ist aber auch, in dieser zwischenmenschlichen Angelegenheit kann es durchaus möglich sein, dass hier mehrere Gespräche vonnöten sind. Aber der erste wichtige Schritt wird hier gemacht, ja. Da ist es auch, also das lassen die Karten offen, ob es hier darum geht, dass diese Verbindung bestehen bleibt oder nicht. Das kann ich jetzt hier nicht herauslesen, das ist auch nicht relevant. Wichtig ist, dass man hier auf einen grünen Zweig kommt, ja, dass hier ein Durchbruch geschieht in dieser zwischenmenschlichen Angelegenheit. Und die Sache, um die es hier geht, mein lieber Löwe, das ist ein Thema, das ist dir, also das ist dir den meisten oder ist dir hier zum Monatsanfang schon bewusst. Also das sehe ich hier für die allermeisten, dass es ein Thema ist, mit dem man sich aktuell eben auch schon beschäftigt. Und hier zeigt sich wirklich ein gewaltiger Durchbruch. Ich sehe hier auch auf deiner Ebene ja eine Art der Zulernen, ein Wachstumsprozess. Du wächst hier über dich selbst hinaus. Das dürfte hier auch mit der Monatsmitte zusammenhängen, denn da sehe ich ja ein gewaltiges Vorankommen, eine wirklich wichtige Transformation, die hier stattfindet, eine wichtige Veränderung, die sich hier zeigt, ja. Und da sehe ich, also es fühlt sich so an wie, ja, wie eine Art exponentielles Wachstum, ja, also es geht hier lange so dahin und plötzlich geht es hier bergauf, ja, also das ist wirklich, wirklich, wirklich toll, was sich hier zeigt im letzten Monatsdrittel, ja, und jetzt kommen wir hier noch auf die zwischenmenschliche Ebene, ja, also das hat hier für die meisten tatsächlich mit der Liebe zu tun, also eben tatsächlich hier das Thema Partnerschaft und Liebe oder es geht hier für dich um eine ganz wichtige Freundschaft, ja, die sich hier zeigt oder jemand innerhalb der Familie, der dir sehr, sehr nahe steht. Für die meisten sehe ich das hier eben tatsächlich im partnerschaftlichen Bereich, ja. Da geht es hier für eine Gruppe darum, ja, dass hier ein sehr günstiger Zeitpunkt ist, neue Kontakte zu knüpfen, ja, also für alle, die hier vielleicht eben auf Partnersuche sind oder neue Freundschaften schließen möchten. Im letzten Monatsdrittel ist hier so viel Raum entstanden, ja, weil du hier so viel hinter dich gebracht hast, ja, dass du hier auch den Kopf frei hast für neue Kontakte, ja, also solltest du neue Kontakte knüpfen wollen. Für andere geht es hier um eine bestehende Verbindung, ja, also da geht es
dann um eine Partnerschaft, die hier wieder in den Vordergrund rückt. Vielleicht geht es hier eben auch um Themen innerhalb einer Partnerschaft, die jetzt im Juni bearbeitet werden, ja, wo hier einiges geklärt wird und man findet dann wieder zueinander. Ja, also die Liebe spielt eine ganz entscheidende Rolle im letzten Monatsdrittel, also tendenziell neue Kontakte. Bei neuen Kontakten, das sage ich auch immer dazu, ist es natürlich dann auch wichtig, dementsprechend rauszugehen, greifbar zu sein, damit man auch in Kontakt miteinander treten kann. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, ja, hier neue Kontakte zu knüpfen, die hier auch eben das Potenzial haben, lange zu halten, ja, also hier Langzeitverbindungen, die hier angezeigt werden und kann natürlich auch beides auf dich zutreffen, ja, dass hier bestimmte Verbindungen wieder in den Vordergrund gerückt werden, ja, und da tun sich sehr, sehr schöne Sachen und ich nehme hier einfach auch eine große Weiterentwicklung wahr, ja. Also wirklich sehr, sehr schön, mein lieber Löwe. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich. Glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.